Moin zusammen und willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt der zweite Teil, und zwar Thema Postkarte immer noch. Das war ja das letzte Ding, da ging es um Weihnachten, Besuch von Mr. Stampfer. Das war das Thema bei dieser Geschichte. Und das Malheur ist so passiert, da ist mir ein Wasserbecher in das Bild gekippt. Könnt ihr euch gerne angucken, das Video ist hier oben wahrscheinlich verlinkt, da irgendwie. Auf jeden Fall geht es heute ein bisschen weiter, und zwar hatte ich erstmal diese Zeichnung. Das war jetzt so die erste Idee, die ich zu dem Thema hatte. Der Cookie LP meinte zum Beispiel auch irgendwas mit Stampfer und Rakete und so. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Danke für die Inspiration übrigens. Also habe ich mir Gedanken gemacht und gedacht, wie machen wir das denn so, dass dieser Stampfer hier irgendwie so ins Bild geflogen kommt, und zwar in irgendeiner Konstruktion, wo so eine fette Rakete runter ist. Und das ist so ein Düsengeschichten-Ding, so keine Ahnung, wie das startet und fliegt. Meine kurze Vorskizze, jetzt setzen wir das Ganze um. Das soll in diese Postkarte, ist bekannt, ne? Also hier ist die Karte. Da habe ich halt alles schon vorgedruckt. Die kann man jetzt so mit der Post verschicken. Die freuen sich bestimmt. Und hier hinten habe ich mir den Rahmen einmal durchgezogen. So sieht das Ganze aus. Und da kommt jetzt das Bild rein. Und zwar genau dieses. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das positioniere oder wie das fliegt. Auf jeden Fall soll Mr. Stampfer da so dranhängen. Er hat natürlich jetzt keine Melone auf, weil ja, bei so einer Geschwindigkeit, da fehlt es einfach an Haftung. Da müsste jetzt so eine Haftcreme her. Nicht für Zähne, sondern für Melonen. Keine Ahnung. Ich werde dieses Blatt mal eben so weit fixieren. So, aber nochmal eben geguckt, dass das richtig rum ist. Nicht, dass mir da ein Malheur passiert, aber da passt alles. Und jetzt kommt das Bild hier irgendwie hin. Erstmal brauchen wir hier so eine schöne dynamische Kurve, sagen wir von hier unten, und zwar so rein, bis hier hin. Hier ist dann die führende Spitze und hier geht es dann weiter. Das hier wird ungefähr das Gesamtergebnis. Ne? Sieht aus wie eine Maus. Hier mit der Nase und hier die Haare. Ja, ist was anderes. Hier geht es dann raus. So und so wäre das ganze Bild. Das könnte noch ein Stückchen höher, das heißt, ich ziehe das so bis dahin. Hier fliegt der Elefant ungefähr. Okay, da ist der Rüssel. Hier ist die Spitze. Genau, hier hält er sich dann fest. So, zack. So, hier muss man sich jetzt halt vorstellen, da hängt der arme Tropf. Da muss man gucken, wie man den hier so reinzeichnet. Und zwar die Vorderbeine, die flattern halt hier vorne noch rum. Sagen wir so. Das hintere dabei kürzer als das vordere. Ist klar, wegen der Perspektive. Hier hinten, da geht das etwas höher raus, und zwar so, und da kommen die Hinterläufe. Wir machen das Ganze als zweidimensionale Perspektive. Ich sag mal zweidimensional, weil es gibt hier unterschiedlichste Möglichkeiten, aber in dem Fall ist das Gerät hier selbst, das wird zweidimensional. Zeige ich euch gleich, was ich damit meine. So, ich habe die Bahn hier noch ein bisschen länger gezogen. Das sieht einfach noch etwas dynamischer aus. Und zwar muss der ja wirklich, ja, der wird hier ordentlich gestreckt, was das angeht, ne? So, hier kommt das Auge hin. Das ist natürlich wieder zugekniffen. Der weiß auch gar nicht, was dem hier widerfährt. Das sieht dann so aus. Und hier vorne mit letzter Kraft hält er sich an diesem Ding hier fest, an diesem Schlitten. Hier vorne ist die Kufe, hier geht das hoch. So, und da kommt die Flamme raus. Okay, dann hätten wir das soweit auch geschafft. Dieses Ganze soll sehr dynamisch sein, natürlich. Deswegen wird das speziell nachher noch verarbeitet mit verschiedensten dynamischen Linien. Aber so viel jetzt erstmal vorweg. Da ist die ganze Technik wieder. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat der denn immer mit so viel Technik zu tun? Ja, das ist halt Mr. Stampfer, ne? Der muss es immer übertreiben mit allem Möglichen und sowas. Das ist jetzt der, was weiß ich, Stampfer 3000, das neueste Gerät, so also im Sportmarkt. Das kann man für verschiedenste Tätigkeiten einsetzen. Mit Schnee wäre es zu empfehlen, aber wie man sieht, kommt man damit auch in die Luft und ja, so sieht der ganze Spaß dann aus. Ob es zu empfehlen ist, weiß ich nicht. Also hier sieht es sehr gequält aus. Gut, jetzt gehen wir mal wieder her mit den beiden Feinlinern hier und konturieren das ganze Ding mal eben. Ha, mal eben ist gut. So, das wäre jetzt das. Und jetzt gehen wir wieder an die Aquarellfarben hier dran. Diesmal ganz vorsichtig mit meinem Becher hier. Es muss ja nicht schon wieder ein Malheur passieren. Falls ihr nicht wisst, wo ich... Schnitt! Falls ihr nicht wisst, warum ihr... Schnitt! Falls ihr nicht wisst... Schnitt! Falls ihr nicht wisst, worauf ich... Schnitt! Verdammt! Worauf... Warum... Worauf und warum steht das denn im Skript? Falls ihr nicht wisst... Falls du es nicht weißt... Wovon ich spreche. Oh, das geht...
gibt es doch nicht. Wofür proben wir das hier denn wochenlang? Ich hab keinen Bock mehr, wenn ich mir diese Scheiße hier noch anhören muss. Wovon ich spreche? Schnitt! Falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche, guckt euch das letzte Video an. Aber gut, so viel dazu. Jetzt brauchen wir erstmal wieder ein paar Farben. Ja, ich fange auch wieder mit dem Elefanten hier an. Mit dem Mr. Stampfer natürlich. Wenn er sich schon für so einen Versuch opfern muss, dann hat er auch die Ehre, als erstes koloriert zu werden. So, der Elefant fliegt schon mal. Jetzt können wir hier noch hergehen. Ich glaube, dazu nehme ich mal lieber einen kleineren Pinsel. Und gehen hier in die Zwischenräume rein. Dieses Ding hier stelle ich mir in einem rostigen Rot vor. Der eigentliche Schlitten, der kriegt hier so einen grünen Farbton. Und jetzt wird erstmal geföhnt. So, die Sitzbank hier kriegt so eine blaue Farbe. Und das hier unten auch, wobei das dann nachher noch etwas verändert wird. Mit Kaffee. Ja, es ist immer noch der Kaffee. So, das reicht jetzt aber auch an Farbe. Ich werde jetzt mal hier das ganze Bild trocknen und dann geht's wieder an die Buntstifte dran. So, dann wollen wir hier mal gucken, dass wir der ganzen Flamme mal etwas Leuchtkraft geben. Die ist jetzt etwas trübe geworden. Bisschen rot. Das wäre die Geschichte. Fertig ist es. Das ist Mr. Stampfer, der, ja, euch einen guten Rutsch wünscht. Also mit voller Power ins nächste Jahr sozusagen. Ich glaube, das trifft es eher. Ich werde mal eben diese Karte hier ausschneiden. Das ist die Karte. So sieht sie aus. So, die Rückseite ist doch ganz was Feines. Und ja, in dem Punkt würde ich sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch und wirklich volle Motivation fürs nächste Jahr 2018. Ich denke, das wird ein ganz tolles Jahr. Müssen wir einfach mal so festhalten. Das ist ja das Jahr der Unendlichkeit sozusagen, also mit der 8 als Symbol der Unendlichkeit. Ich hoffe mal, es bewahrheitet sich. Mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, packe ich die hier mit zu allen anderen. Zu allen anderen natürlich die Geschichte. Das sind doch zwei nette Postkarten und ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr davon ein paar mehr produzieren. Gut, dann rutscht vorsichtig und wenn ihr sowas nutzen solltet, passt auf jeden Fall auf, so mit Fluglizenz und so. Wir sind ja in Deutschland, da müssen wir ja aufpassen und ja, kommt gut rein und wir sehen und hören uns im nächsten Jahr. Macht es gut, ciao!